Kohle am Start. Heute am 20er unterwegs. Wir wollen mal schauen, ob wir hier so ein bisschen auf A-Land angreifen können. Ich habe das am Vorhinein schon mal ein bisschen getestet. Und zwar habe ich hier schon einige gefangen. Keine Monster, muss ich dazu sagen. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren. 2,7 Kilo der schwerste. Also ungefähr die Hälfte vom aktuellen Wochenrekord. Sogar noch weniger. Von daher ist noch viel Luft nach oben. Und wollen wir hoffen, dass wir heute ein bisschen was fangen hier. Warten wir mal eben ab. Als Köder haben wir mal den Erbsenbrei dran. Der soll hier ganz gut laufen. Und mal gucken, wie es hier tagsüber so läuft. Wir sind leider gerade in der Mittagszeit. Also ein bisschen könnte es nicht ganz so hoch sein wie sonst. Schmeißen wir mal ein bisschen aus. Mal gucken, was da so kommt. Ich weiß gar nicht, wann haben wir den großen gefangen hier? Um 21:30 Uhr, also abends zur besten Beißzeit. Natürlich auf Erbsenbrei. Wir haben auch A-Landfutter mit am Start, so dass wir die Bissfrequenz ein bisschen erhöhen hier. Mal schauen, was da so kommt. Haben wir da noch Futter? Schauen wir mal eben. Futtermischung haben wir noch. Ja, ein bisschen ist noch da. Wir werden nochmal nachfüttern hier. Ich hatte vorhin schon mal angefüttert. Das war natürlich gar nichts. Aber falscher Knopf. Vier. Fünf. So. Wir gucken. Wir können mal ein Teechen trinken. Das war bestes Wetter. Die Tage vorher war viel Regen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das für den Fisch spricht oder gegen den Fisch. Müssen wir mal schauen. So, wir warten ab. So, Sound entkoppelt. Ich hoffe, es läuft jetzt besser. Gerade noch versehentlich den Sound über die Lautsprecher laufen gehabt. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Auf der 1 hatte ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass da was beißt. Das ist aber nichts. So, dann ziehen wir ihn wieder straff. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist ein bisschen Strömung. Also es kann tatsächlich sein, dass die Schnur an Spannung verliert und dann müssen wir mal die Schnur wieder straffen. Aber das sieht man relativ schnell. Könnte jetzt auch ein bisschen was kommen. Oh, warten wir mal ab. So, an anderen Stellen hat man hier auch gut gefangen. Aktuell soll wohl vom Steg ausgehen, vom Startpunkt, dann über den Steg oder vom Steg aus in Richtung des 3-Meter-Lochs hier. Da soll man relativ gut A-Land und so weiter fangen. Teilweise auch Brassen, die dann an den Köder gehen. Grundlegend hier mit Erbsenbrei. Aber der Mistwurm geht, glaube ich, auch ganz gut. Perlgraupen. Und ich habe bisher an dieser Stelle hier ganz gut gefangen. Wir stehen nämlich hier, jetzt muss ich selber gerade mal schauen, hier stehen wir und werfen hier in dieses 6,5 Meter Loch, zumindest versuchen wir es. Klappt eigentlich wohl ganz gut. Wir können auch mal versuchen, ob wir, kommen wir da rein? Ich glaube nicht. Ist ein bisschen weit, ne? Das muss ja dann da hinten irgendwo sein. Das werden wir nicht schaffen, von hier aus da hinten reinzuwerfen. Das dürfte unmöglich sein. Wir beschränken uns also hier auf dieses
Jetzt habe ich gesagt, 6,5 Meter Loch. 6,5 Meter. Und hoffen darauf, dass wir da was fangen. Lass euch von den 36 Minuten nicht irritieren. Ich war nämlich kurz Abendbrot essen. Daher habe ich hier eine halbe Stunde nicht gestanden. Wie viele Leute sind hier an dem Spot? 8 Leute am Spot. Das ist schon in Ordnung. Ein bisschen gefangen wird hier auch. Allerdings nicht mein Zielfisch. Heute soll ja der Aaland hier fallen. Haben wir an anderer Stelle ja auch schon mal versucht. Ist tierisch in die Uhr gegangen. Deswegen gucken wir jetzt mal hier. Wie spät haben wir es? 14:27. Kann sein, dass wir ein bisschen Wind haben. Ja, minimal. Sah im Licht gerade so aus, als wären das 7 Meter pro Sekunde, aber das würde man an den Routen auch sehen. Wo liegen denn aktuell die Rekorde? Schauen wir mal eben. Aaland hier, alle am großen Strom gefangen. Alle so zwischen 4,8 und 6,5 Kilo. Das ist natürlich schon eine Spanne, ne? 4,8 bis 6,5. Obwohl die besten Wochenrekorde, die werden meist am Wochenende gefangen. Sonntagsabend ist der Reset von den Rekorden und ich sag mal so Freitags, Samstags und Sonntags werden die besten Fische eigentlich gefangen. Also da ist noch ein bisschen Luft. Wobei der 6,5er steht auch in den tatsächlichen absoluten Rekorden drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Alle gefangen, bzw. hier auf Erbsenbrei, Lachs und atlantische Miesmuschel. Ich frage mich, was man damit tatsächlich angeln wollte. So, gucken wir nochmal eben. Wenn wir nämlich im Menü sind, wird uns bekommen wir den Bissanzeiger nicht mit. So, schauen wir mal eben hier. Arland. Atlantischer Lachs. 23 Kilo, das ist schon. Das ist schon eine Brummel, du. Mann, oh Mann. So, Barsch, Brasse mit Presskuchen. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Döbel. Die Wandermuschel habe ich auch schon gefangen mit Wurm. Flusskrebs mit Wurm. Flussmuschel, ja, habe ich auch schon gefangen. Sämtlichen Ködern. Grasfrosch habe ich hier auch schon gezielt beangelt, aber war auch nicht so erfolgreich. Dafür bin ich mit dem Boot rüber gefahren und zwar hier hinten hin. War eigentlich ein ganz guter Spot, muss ich sagen. Da kann man ganz gut angeln, aber war auf Aal nicht so erfolgreich. Was man gut fängt, hier sind Karauschen, Giebel, Hecht kann man hier gut spinnen. Das klappt auch hervorragend. So, die Routen mal durchgucken, ob wir da überhaupt einen Köder dran haben. Dann sieht gut aus. Dann sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. So, schauen wir mal auf der 1. Nichts dran. Wobei eine Muschel oder ähnliches wäre auf Erbsenbrei auch sehr ungewöhnlich. So, dann muss man hier nochmal los und einen neuen Köder bzw. neue Futtermischungen herstellen. Ich glaube, ich habe aktuell gar nichts im. Ne, nur Kekse gemahlen habe ich. Erbse brauchen wir, Haferflocken und Sonnenblumenöl. Ich weiß gar nicht, ob was für einen Fortschritt man die herstellen kann. Haferflocken hier. Komponenten. Wahrscheinlich ab 30%. Maismehl ist, glaube ich, für Schleie nicht schlecht. Kann man gucken. Schleie. Futtermischung. Schleie der Maismehl. Zoom.
Und Fische, ihr könnt auch so langsam mal kommen. Ansonsten machen wir gleich mal einen Cut und ich switche wieder rein, wenn die ersten Fische beißen. Wir sehen uns also gleich wieder beim Biss. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Wir haben Biss auf der 3, aber auch nichts Großes. Das Monstervieh wird es nicht sein, aber es ist schon mal der Aaland. 420 Gramm. Eigentlich ein ganz schönes Tier, einer der schöneren Fische im Spiel. So, ein Bild davon. Normalerweise ist die Bissfrequenz auch deutlich höher. Es ist gerade echt erschreckend, dass wir so extrem wenig fangen. Läuft die mal ein bisschen kürzer aus. So, und dann werden wir nochmal wieder cutten und wir sehen uns dann beim nächsten Biss wieder. Moin Moin, da bin ich wieder. Hab mal den Köder gewechselt. Und jetzt? Mit Fischfetzen, hab kaum ausgeworfen, schon beißt der erste Fisch. Wohl ein Welt sein, vielleicht eine Quappe. Das ist ein Wels, aber nicht so groß. 3,2 Kilo. Tauwurm beißt auch gleich der nächste. Aber dann nochmal dran genippelt. Oder ist er dran? Da ist nichts dran. 2 ziehen wir nochmal die Bremse. Ne, Bremse habe ich gar nicht angezogen. Ich da den Köder auch gewechselt. Ja, zweimal Fischfetzen, einmal den Tauwurm. Mal gucken, was uns da so erwartet. Jetzt in den Nachtstunden. Und wieder ist ruhig. Top. Es läuft. Was haben wir bis jetzt gefangen? Irgendwie nur ein Aaland, ein Welt. Top. Könnte sagen, es läuft, ne? Ich will überlegen. Wir werden hier mal auch noch einen Tauwurm drauf machen. Dass das Spektrum größer was wir fangen können. Ich öffne mal eben aus. Na, ganz vergessen, hier ist ja so ein tiefes Loch. Da muss der Köder jetzt erstmal absinken. Aber hier wird auch alles gefangen. Quappen,
Aaland, Barsche, Giebel. Sehr durchwachsen jetzt. 10 Leute mittlerweile am Spot. Dann nochmal eine Quappe. Stehen wahrscheinlich alle woanders. Hier bei 75.100. Da sieht es gerade sehr düster aus. Kann auch weiter gucken. Also hier gibt es noch die Möglichkeit zu stehen. Ich glaube, bis hier rüber kann man sogar komplett hier ganz gut angeln. Hier sind wir im neuen Chatroom. Hier steht nur 2 und die Angel meldet sich. Wir schauen mal nach. Und sie ist krumm, kann man sagen, wa? Aber die Bremse geht nicht. Also, boah, nicht will ich nicht sagen, aber wieder ein wahrscheinlich wieder kleiner Wels, da ist er schon. 3,1 Kilo, okay. Nehmen wir doch alles mit. Schmeißen wir einen Ticken weiter aus. Ja, die Schnur strafft sich hier von ganz allein. So, was haben wir gesagt? Wir können hier sogar bis hier zur Ecke laufen. Da haben wir aber nur. Ich habe auch schon mal hier rüber geangelt. Das war aber auch nicht so berauschend. Hier rüber war auch nicht gut. Also von hier. Hier habe ich schon ganz gut gefangen. Und hier eigentlich auch. Deswegen irritiert mich das, dass wir heute nicht so gut fangen. Beziehungsweise wir haben ja 2 Welse jetzt mal rausgezogen. Einmal den Zielfisch. Immerhin. War das meine Route, die gerade gebimmelt hat, oder habe ich das falsch gehört? So, dann warten wir noch mal ab. Minuten können wir noch dranhängen. Zumindest haben wir 2 Welse gesehen, schon mal viel wert. Zwar nur ganz kleine, ist echt überschaubar, aber erstaunlich, nur Welse hier. Auf Tauwurm beißt hier gar nichts. Auch nett. So, jetzt brauchen wir mal die Zeit für einen ordentlichen Welsdrill. So, da ist schon der nächste Biss. Die Fischfetzen ist echt zuverlässig, muss ich sagen. Guter Köder, es beißt gut. Das ist aber eine Quappe. 2,3 Kilo. Ja, Quappen ist schön, die geben gute Erfahrungspunkte. Die 2,3 Kilo Quappe, die man relativ gut rauszieht. Gibt schon mal fast 1000 XP. Mit einem Premium-Account wären es übrigens dann 1200 sogar gewesen. Steht sogar schon im Chat. So, in der Zwischenzeit mit zwei vorher dran, Erbsenbrei ging hier gar nichts. Also ich hatte nicht mal einen Biss. Also die Stelle ist auf Erbsenbrei definitiv nicht zu empfehlen. Aber hier auf Quappen und Welse scheint es ja hier bei Nacht ganz gut zu gehen. Die Hoffnung ist natürlich auch immer noch auf dem Aal, ne? Wir warten mal ab.
Stopp, was wird denn so gefangen? Ja, wir waren so, ja, die haben den letzten Fisch so gefangen. So, 2 Uhr nachts. Weißt du, ab 4 weiß das nochmal. Können wir gleich nochmal gucken, was die Fische so an Silber bringen. Sagen wir so, der Alan mit 2,7 Kilo war da. Der dürfte relativ viel bringen. Welse gehen eigentlich auch. Gehen wir eigentlich auch ganz gut Silber. Kann man immer ganz gut machen. Das werden wir jetzt auch eben machen. Wir laufen eben schnell los. Gucken mal, was die Fische bringen. Und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Fischmarkt nach Preis. Da seht ihr, die 2,7 Kilo Aaland bringt schon mal 13 Silber. Das ist so ein richtiges Brett. Die Quappe immerhin noch 7,5. Selbst die Welse, die man relativ gut rausbekommt, sind schon bei 3 Silber. Der Brasse, die Brasse, die nicht mal groß ist, bringt schon 2 Silber. Und selbst die ganz kleinen Aalande sind schon bei über einem Silber. Nur. Ja, hier. Ab 500 Gramm geht es eigentlich schon. Darunter, knapp darunter, bringt es nichts. Aber. So haben wir nochmal 40 Silber oben drauf. Top. Die nehmen wir natürlich mit. Ich möchte mich natürlich bei euch bedanken, wenn ihr zugeschaut habt und wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst euch bitte einen Daumen da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich denke weiter hier am 20er. Wir werden mal schauen, was wir so fangen können. Vielleicht können wir auch ein bisschen auf Aal gehen. Der lief die letzten Wochen hier eigentlich ganz gut. Derzeit so lala. Und dann können wir dann mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Vielleicht können wir diesen noch rausholen, den holen wir noch raus. Und dann wollen wir mit diesem Wels auch die Folge schließen. Komm her, werde ich nicht. Hier haben wir nochmal 5,5 Kilo Wels. Mit dem werden wir die Folge schließen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Keule.